Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar. So schaut's aus. Ja, und derzeit schaut's ziemlich schlecht aus, weil ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb weniger Runden fast ganz Arnor zu verlieren. Könnt mir nicht mehr. Ich habe nur noch Fornost, was gerade heftig unter Belagerung steht. Ja, schaut jetzt alles nicht so geil aus. Aber gut, das müssen wir jetzt verteidigen. Wir haben da den Rogash. Da ist ein Eomer, ein Haldir und ein Gloin und ein Gimli. Also das ist alles gar nicht so einfach. Ich habe ein paar Katapulte, das ist hilfreich, aber weiß nicht, das wird nicht ganz so einfach. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich am Anfang die Gasthäuser mitverwende, nach Möglichkeit. Wenn sie mir direkt am Anfang gehören, müsste ich sofort ausbilden und mal gucken, ob der Rogash irgendwas kann. Ja, dann mal gucken. Der eine Nazgul-Dingsbums, Morognir, ist immer noch kein Befehlshaberheld, weil ich da falsch ausgebildet habe. Er sieht derzeit ziemlich knackig aus, hätte ich nicht gedacht. Aber es wird schon irgendwie. Jetzt schauen wir mal, ob wir das halten können. So. Erstmal das da machen. An die Arbeit, oder ich werf euch den Wölfen vor. Zurück ja. An die Arbeit. Werf mal. So, dann Mühlen. Was brauchen wir? Gefrorenes Land ist ja nützlich. Die Riesen sind nützlich. Die Orks sind nützlich. Ich könnte jetzt für die Lawine gehen. Oder für den Regen und Dings, aber ich gehe dann lieber für die Lawine. Ich glaube, da habe ich mehr von. Auf der Karte vor allem. Ja, das stimmt, das ist er. Habe ich nicht noch? Ah ja. Sie ist ganz böse. Na gut. Also ich werde das probieren, irgendwie muss das ja funktionieren. Ihr könnt's doch sicher hier liegen, oder? So. Wenn die das gewinnen hier den Kampf, dann können wir das wieder einnehmen. Ja, du Rogash. So, das könntest du angreifen, das Gehöft, das gibt Geld. Doch, erst die Hobbits töten. Das passt schon. So, die Hallen des Königs sind wichtig. Und dann... Na komm. Oh doch, du kannst doch. Aha! Was haben wir hier jetzt eigentlich? Der schaut doch auch gar nicht so schlecht aus, oder? So, hört ihr das? Ja, schauen wir doch mal. Also ich muss halt jetzt wirklich hier viel ausbilden. Damit hier was funktioniert, sonst wird das nix. So, da hat sie ein paar Gegner. Ich hab doch hier... Ja, aber da brauche ich jetzt gerade den Pfeilhagel gar nicht benutzen. Das muss gerade nicht sein. So, wo sind die Gegner? Ah ja, jetzt können wir was machen. Hier mal gucken. Den Sprung brauche ich gerade gar nicht. Das hat ja den Zorn des Nordens kommt. Ja, und einfach hier weiter ausbilden. Das müsste dann mit der Zeit schon funktionieren. Da holen wir wieder. Greifen da an. Ah, schöner Treffer. Perfekt getimt.
So wünsche ich mir das. So, dann machen wir hier mal auf. Weil da muss ich auch noch irgendwann den jetzt bauen. So. Jupp, wir rufen uns ein paar Orks. Also die Katapulte machen sich hier wirklich bezahlt. Und auch hier diese... die ganzen Leute aus dem Gasthaus. Das ist schon sehr mächtig am Anfang. Also man kann sich eine Menge Zeit kaufen, indem man am Anfang so ein bisschen rumspammt. Und dann rennt er darüber. Du gehst dahin und dann dahin und dann dahin. Und hier bauen wir halt einfach ganz normal weiter. Mühlen. Und dann bauen wir hier noch ein paar Zuchtmeister. Das passt ja. Solange ich die Katapulte behalte, ist ja alles super. So. Ah ja, hier jetzt noch ein paar Gegner. Das ist jetzt gefährlich. Da muss ich aufpassen. Dass der Gloin hier meine Bogenschütze nicht tötet. Aber das können wir ganz einfach machen. Da rennen wir hier so ein bisschen rum. Dann greifen wir da an. Du springst mal da rein. Hier greift's da an. Na komm. So. Ja, dann bilden wir einfach weiter aus. Ich mache jetzt hier mal Erweiterung, damit ich bald die Bogenschützen ausbilden kann. Aber das passt dann auch schon. So, hier kommen noch Riesen rufen. Das schadet auch nichts. So. Und dann zerstören wir hier die ganzen Gebäude. Bilden wir da nochmal aus. Der Gloin hampelt da immer noch rum. Darf er auch? Wo sind denn da Gegner? Ah, schaut's mal. Ja, der Gloin, der stirbt jetzt bald. Dann hat sich das auch erledigt. Oh, ja, eben. Schon ist ein Feind vernichtet. So, Halle ausweit, Erweiterung kostet bloß 500. Das ist sehr nett. So, schaut doch ganz gut aus. Waren das bis 2 Gegner? Waren 3. Aber das haben wir fast gewonnen. Und voll ausgebildet, also das ist... Ich glaube, Vornos können wir noch eine ganze Weile behalten. Und das ist ganz gut, dass wir das als Stützpunkt haben. Und das war's. Wo ist der Baumeister? Müsste jetzt demnächst, müsste ich das erledigt haben. Also wenn der Gegner jetzt dann nicht aufgibt, dann baue ich eine Dunkelstahlschmiede und rüste meine Leute aus. Dann ist die KI selbst schuld. Ja, da machen noch Bannerträger dazu und. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Das muss sie dann selber wissen. Ob sie das wirklich so haben möchte, die KI. Also mit 2... ups, Lawine, lol. mit 2 Leuchtfeuern kann man da schon extrem viel machen. Also tatsächlich, das ist so schnell, wie ich die Orks dauernd rufen konnte. Das war eine gute Schlacht für mich. Wir haben ein Territorium verloren. Aber wir haben auch wieder eins erobert. Also wir sind noch nicht am Ende. Das speichere ich jetzt auch gleich ab. Ich habe hier keine Lust, dass mir das Spiel abkratzt. Und ich irgendwas nochmal machen muss. So, ich versuche weiterhin Mühlen zu bauen, um an Geld zu kommen. Das ist halt nur gerade nicht ganz so einfach. Noch ein dritter. Wow. Also der Walder, der wird hier komplett ausrasten. Hans Klamm ist eh safe. Es könnte knapp werden, wenn hier der Kamul reinrennt. Aber egal, ich will ja eh hier nach Minas Morgul und alles vernichten. Der Walder ist einfach nur dazu da, Guerilla-Taktik und hau alles weg. Der ist nicht dafür da, um Land einzunehmen und zu halten, sondern einfach bloß dem Gegner. Wie die Horden. Die Dunländer? Es müssten die Dunländer-Horden gewesen sein für Saruman, die ja auch einfach nur brandschatzend durch die Gegend gerannt sind und das war's. Und sonst haben sie ja nichts gemacht. Und so ungefähr mache ich das jetzt hier auch. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen bleiben soll. Oder ob ich versuchen soll, die Ettenöden einzunehmen oder...
oder irgendwo, oder das Auenland. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Die grauen Antworten waren auch nicht schlecht, aber da kann man halt leider kaum ausbilden. Ich glaube, ich gehe hier hoch. Ich weiß es nicht, weil hier der hat kaum was. Wohin? Na gut, ich kann mir noch ein bisschen was rüberschicken. So. Ach, egal, wir greifen einfach an. Der bleibt stehen. Und das war es dann auch schon. Ja, bleiben alle stehen. Oh, oh. Also in Helmsklamm dürfen wir ausbilden. Es sei denn, ich versage komplett. Und verliere Helmsklamm. Das da müsste gut machbar sein. Ach du Große. Ja, da kann er mit angreifen. Was will er da machen? Er probiert's halt wirklich. Aber okay, ich baue da jetzt sofort Mühlen, Dunkelstahlschmiede. Und dann gib ihm und volle Kanne ausrüsten. Ja, und die Zuchtmeister hauen wir weg. Die schmeißen wir dem Gegner in den Rachen rein. Das wird nichts. Das ist ja. Also, dass er da jetzt angreift, ist dämlich. Ist wirklich dämlich. Da weiß ich nicht, ob der Hexenkönig gerade weiß, was gut für ihn ist. Ich glaube, der hat da wenig Ahnung, was er sich da gerade antut. Aber. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen! So. Oder ihr werdet geknecht. Wir fahren auf die Schlacht. Ich bringe Anmarschsteine und Eis. Bereit. Der Schatten leitet auf die Befehle des Hexenkönigs. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen! Also, ich baue jetzt sofort eine Dunkelstahlschmiede. Baut es stark! Die sind eingesperrt, aber okay. Boah, das ist okay. Warte mal. Ah, so weit kann ich gar nicht feuern. Ah ja. Aber wir haben ja Karsch. So. Der Feind greift unsere Truppen an. Wir werden angegriffen. Also ich sehe hier nicht, dass Karsch sich wirklich heilt, wenn er angreift. Also Lebensraub scheint er nicht zu haben. Es sei denn, es ist eine Passive, die er halt hat, die nicht dasteht. Aber ich habe da jetzt nichts gefunden von wegen, der heilt sich selber. Fürchtet mich nicht! Der hat halt hier diese Seelenkälte. Sie sind langsamer und erleiden Schaden. Dann kann er sich teleportieren. Und er kann halt... fügt nicht untoten Einheiten massiven Schaden zu. So. Das Blutvergießen hat begonnen. Ja. Meine Stimme. Das heißt, er rennt dann dahin und macht irgendwie Zeugs, aber das war's dann auch. So, das Tor zu reparieren ist gar nicht so teuer. Gut. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich bin diese nicht mehr, was ich ihre Äxte zu schleudern. Nicht als Stahl. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Na gut, wir machen weiter Mühlen. Wie gesagt, ich baue mich jetzt hier komplett auf. Wenn er mir die Zeit gibt, oder die Möglichkeit, sage ich mal, hier alles zu upgraden, ja, dann mache ich das natürlich. Da habe ich dann natürlich gar keine Bedenken. Ja, das ist nicht schlimm. Ich kann sie nicht selbst fällen. Der Karsch stirbt mir hier gerade weg. Dann ziehen wir den jetzt zurück. Unser neues Gebäude ist bereit. Machen wir mal auf, damit er hier durchkommt. Der Nazgul müsste dann eher den ganzen Bogenschützen sterben, wenn er da weiter bleibt. Ich bin nicht mehr, was ich war. Das Gebäude ist bereit. Und tschüss. Und der Troll stirbt auch. Sehr schön. Also ich nehme mir jetzt hier einfach die Zeit, die ich brauche, um das gescheit zu machen. Wie gesagt, die Zuchtmeister, die kommen weg. Die rufen wir jetzt auch kurz. Eigentlich sollte sie da angreifen. Aber okay. Das ist sehr schön. Brauche ich die Schleuder wieder? Jetzt machen wir erstmal die Frostpfeile fertig. Na, das ist ganz gut.
So, das noch, die Eisgeschosse, dann bauen wir auch noch Katapulte, weil wieso nicht? Unser neues Gebäude ist fertig für den Hexenkönig. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Sehr schön. Wo ist er denn? Alles klar. Gehst mal dahin. Ich kenne keinen Hass. Der nimmt jetzt dann das Türmchen ein. So. Dunkelstahlklingen sind auch nicht schlecht. Für den Schaden. Alles für den Schaden. So, aber der dürfte jetzt. Warum geht der zurück? Achso, der ist auf Angriffsmodus und der Troll ist im Weg. So, was? Wow! Mach mal da Schaden. Ich will mal wissen, wie viel. Was ist das für ein Angriff? Instant tot. Nice. Damit kann ich arbeiten. Das ist geil. Das ist echt super. So. In die Schatten. Ah ja, okay. Aha. Die können gar keine Rüstungen bekommen. Schade. Aber okay. Oh. Also der macht schon ganz gut Schaden hier, der Karsch. Das ist schon gegen Einheiten. Ist ja richtig Bombe. Da kommt's mal alle zu Karsch. Ach, das macht Spaß. Okay. Ja, dann bauen wir noch ein paar Minen. Dann bauen wir Katapulte. Ah, wir haben noch Axtschleuderer, die sterben müssen. Okay. Okay. Ja, ich baue jetzt noch zwei Katapulte. Dann machen wir jetzt hier zu. Bauen wir mit das Ding auf. Ich weiß gar nicht, warum die KI überhaupt da reingegangen ist. Also manchmal zu dritt geben sie auf. Aber allein, wenn er schon in der Unterzahl ist, eine Festung angreifen zu wollen, das ist halt dämlich. Ja, das ist einfach... Das macht man nicht. Wie viel Schaden machen wir denn hier? Also da feuern jetzt alle drauf. Naja. Schade. Ich hätte gern gewusst, ob man den Baumeister so töten kann. Aber der ist ein bisschen zu schnell gewesen. Macht aber nichts. Also das... Das müsste sehr gut für mich aussehen. So, Eisgeschosse ist auch super. Und... Wie viele haben wir jetzt hier? Ich glaube... Ah, das kostet erst nur 300. Da schaut's mal an. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Ja, geht's mal da in Formation. Unser neues Gebäude ist bereit. Sieg! Wir sind unterwegs. Okay. Lasst die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Boah, ihr super. Wartet Arbeit auf euch, ihr Fahrer. Ihr werdet geknechtet. So, holen wir uns ein paar Riesen. Und zerstören mal das ganze Zeug. Die hätte ich halt gern, dass sie da sterben, aber das passiert einfach nicht. Zurück an die Arbeit! Der Feind ist hier! Naja, egal. Oder ich werfe euch den Welpen vor. Also ich baue mich jetzt hier wirklich einfach bloß auf. Ich brauche das auch so ein bisschen. Denke ich mal. Bannerträger, oh ja, das ist auch noch wichtig. Ja, dann vergiss mal. Ah, ne, hier ist gut. Geht's hier hin. Und dann macht's so und dann sterbt sie alle und dann sind wir, dann bin ich glücklich. Ich baue aber, glaube ich, noch mal zwei Katapulte mehr. Und dann die schwarzen Waldläufer. Und dann die Bannerträger. Und dann, wenn er dann immer noch nicht rausgegangen ist, dann vernichten wir ihn. Verdammt. Ja, blöd KI. Aber es passt schon. Ich konnte mal gut was ausbilden. Eisgeschosse. Ja, ist schon in Ordnung. Das ist schon ganz in Ordnung so.
Naja, jetzt habe ich wieder eine sehr... Und die Truppe, die ich dort habe, ist sehr stark. Mit der kann ich demnächst rausrennen und angreifen. Ich muss nur noch gucken, dass ich Karsch irgendwie zurück zu meinem Heldenbataillon quasi bekomme. Aber das kriegt man schon hin. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. We'll be right back.